Friedrich Ludwig Gottlob Frege, Philosoph, 1871 bis 1873, Rote Straße 32. Gottlob Frege. Friedrich Ludwig Gottlob Frege, geboren am 8. November 1848 in Wismar, gestorben am 26. Juli 1925 in Bad Kleinen, war ein deutscher Logiker, Mathematiker und Philosoph. Seine herausragende Leistung auf dem Gebiet der Logik besteht darin, als erster eine formale Sprache und damit zusammenhängend formale Beweise entwickelt zu haben. Er schuf dadurch eine wesentliche Grundlage für die heutige Computertechnik und Informatik. Im Bereich der Philosophie waren seine sprachphilosophischen Betrachtungen außerordentlich einflussreich. Unmittelbar beeinflusst hat er unter anderem Bertrand Russell und Ludwig Wittgenstein. Damit gilt er als einer der hauptsächlichen Wegbereiter der analytischen Philosophie, einer der wichtigsten Strömungen der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Biografie. Gottlob Freges Eltern waren Alexander Frege und Auguste Białoblotzki. Freges Vater war Mathematiklehrer und Direktor des Wismarer Lyzeums. Freges Mutter hatte wahrscheinlich polnische Vorfahren. Frege besuchte das Gymnasium Große Stadtschule Wismar. Einer seiner Lehrer, Leo Sachse, hatte anscheinend einen großen Einfluss auf ihn. Der Name Leo Sachse wird später in Freges Schriften in Beispielen verwendet. Nachdem im Jahre 1866 sein Vater gestorben war, begann Frege 1869 sein Studium auf Sachses Rat hin an der Universität Jena. Hier lernten unter anderem Ernst Abbe, der Frege in seiner wissenschaftlichen Karriere unterstützte, und der Philosoph Kuno Fischer, mit dessen Ideen Frege sich intensiv auseinandersetzte. 1871 wechselte Frege an die Universität Göttingen, wo er 1873 seine Doktorarbeit über eine geometrische Darstellung der imaginären Gebilde in der Ebene vorlegte. Frege kehrte nach Jena zurück, wo er sich 1874 bei Abbe über das Thema Rechnungsmethoden, die sich auf eine Erweiterung des Größenbegriffs gründen, habilitierte. Er lehrte als Privatdozent. 1878 starb seine Mutter. Im folgenden Jahr wurde er zum außerordentlichen Professor. 1887 heiratete Frege Margarete Lieseberg. Die Ehe blieb kinderlos. Nach anderen Quellen hatten sie mindestens zwei Kinder, die jung starben. Und das Ehepaar Frege adoptierte einen Jungen, Paul Otto Alfred Frege, vormals Paul Otto Alfred Fuchs. 1896 wurde Frege in Jena zum ordentlichen Honorarprofessor berufen und lehrte dort, wenig beachtet von Studenten und Kollegen, durchgehend bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1917. Freges einziger Student von Bedeutung war Rudolf Carnap, der sein Werk später in mancherlei Hinsicht weiterführte und bekannt machte. Immerhin hatte Frege wissenschaftlichen Kontakt zum Literatur-Nobelpreisträger Rudolf Eucken und zu Bertrand Russell. Freges wissenschaftliche Arbeit wurde durch die Entdeckung der russischen Paradoxie im Jahre 1902 in eine schwere Krise gestürzt. 1903 gestand Frege im Nachwort seiner Grundgesetze der Arithmetik ein, dass durch Russell die Grundlagen seines Baus erschüttert worden seien. 1904 starb Freges Frau Margarete. In den Folgejahren verfiel Frege in eine Depression, die sich unter anderem darin äußerte, dass er keine bedeutenden Arbeiten mehr publizierte. In seinem 1994 aus dem Nachlass publizierten Tagebuch finden sich antidemokratische, antikatholische, antifranzösische und antisemitische Bemerkungen. Öffentlich ist Frege aber wohl nie politisch in Erscheinung getreten. Erst nach seiner Emeritierung begann Frege wieder zu publizieren, weil er seine Lebenskrise zumindest teilweise überwunden hatte. Im Jahre 1923 rückte Frege vom Logizismus ab, den er sein Leben lang verfolgt hatte, und versuchte nun, die Mathematik auf die Geometrie zu gründen. Bis zu seinem Tod konnte er diese neuen Ideen jedoch nicht mehr ausarbeiten. Seinen Lebensabend verbrachte Frege in Bad Kleinen, in der Nähe seiner Geburtsstadt Wismar.